Laden, eine Gun, als Skinnycat, denkt weiter als mein Hanna, weil Springer. Deine Texte sind gefährlich wie ein geangelter Fisch, ich hab den Mastertitel verdient. Dirt, Mana, that's the key. Hätte seine scharf geladene Gun ans Genick, er denkt weiter als mein Hannerball, springt weg, aber bitte. Deine Texte sind gefährlich wie ein geangelter Fisch, ich hab den Mastertitel verdient, dann Anna-Lassi-Key. Warum nennst du spastig Style, obwohl du gar keiner bist? Im Rap-Bereich fehl am Platz, wie auf meinem Grabstein ein Witz. Ich bin Standardrepertoire, wie Armen beim Christ, hab hier mit meinem Namen Großbuchstaben in deinem mageren Arm eingeritzt. Das zeichnet Namen, als hätte dich Satan gefickt, mitten ins Arschgesicht und dich damit geradewegs gen Harz geschickt. Ich versenke mit deinem Hammerschlag den Mittelfingernagel im Tischplatz, wieder für gequatscht. Noch deine Alarmkarten-Tricks. Von Anfang an klar war, dass du ein Angsthase bist. Du saßt tatenlos zu, wie Mirror im Schlafzimmer, dein Vater ersticht. Traumama mit schwarzem Strick ans Laken bindet sie vergewaltigt und Blasennest in ihre spritzigen Haare wächst. Das Blut bis in den Garten spritzt, als er ihr danach bei offenem Fenster hartnäckig die Nase bricht. Dr. Durden, sagt es er zurück, als Mirror dir Skalpell gibt, meinte verarzte die Bitch, Nader Schmidt, ja. Hätte seine scharf geladene Gun ans Genick, er denkt weiter als mein Hannerball, spring Webkabarett. Seine Texte sind gefährlich wie ein geangelter Fisch, ich hab den Mastertitel verdient, Dirt, Mana, that's the key. Hält dir seine scharf geladene Gun ans Genick, er denkt weiter als mein Hannerball, springt weg, Kabarettin. Deine Texte sind gefährlich wie ein geangelter Fisch, ich hab den Mastertitel verdient, Dirt, Mana, that's the key. Okay, danke, Durden, dass du das Battle doch noch angenommen hast, dass ich dich überreden konnte. Sag danke auch an alle, die beim Schocktherapie-Track mitgemacht haben. Hatte mal wieder Bock zu battlen, auch wenn's nicht eigenproduzierte Beats sind. Ich wollte zeigen, was man mit Worten alles anstellen kann.